stellvertretend für alle die tollen Weihnachtsmärkte, die wir in der Region haben, ist Regio TV Plus heute im besten Schneetreiben hier in Aarsch angekommen. Zuallererst schnell ein paar Worte zu der Tradition von diesem Markt. Ich sage jetzt einfach mal im Voraus, ich glaube, einen gewissen Teil des Charmes machen garantiert die Häuschen aus. Das ist richtig, ja. Wir haben angefangen vor etwa 40 Jahren mit dem Markt. Und dann hat es etwa, was soll ich sagen, etwa vor 20 Jahren hat es einen Wandel gegeben. Wir haben dann zuerst nur Marktstände gehabt, wie praktisch überall. Und dann haben wir die Häuschen von Brunnrut dürfen mieten. Und seither sind wir jetzt eigentlich auf dem Standort. 20 Häuschen sind von uns, von Aarsch, und 45 sind von Brunnrut. Und zwischen ihnen haben wir einfach noch Foodtrucks. Ja. Gehen wir ein bisschen über das Angebot ein. Es ist so vielseitig, was man alles sieht. Du vielleicht mal ein paar Sachen aufzählen, mal schauen, was ich alles mitgekriegt habe im Umlaufen. Mal schauen, also viel Essen, Trinken haben wir, wie immer, überall. Aber wir haben auch sehr viele ganz schöne selber gemachte Sachen. Wir haben Töpfereien, wir haben einen Haufen Genähts, Gestrickts, wir haben Eingemachts, also Lebensmittel, die man so kaufen kann. Einen ganzen Haufen noch Fensterdekorationen. Wir haben Holz, wir haben Metallwerk, wir haben also, ich glaube, es gibt nichts, was wir nicht haben. Fimo, Honig, alles. Ja, okay. Eine halbe Gewerbeausstellung ist das. Jetzt ist gerade im Hintergrund die Musikschule noch aufmarschiert. Ist das auch Tradition? Und wie sieht so generell ein bisschen das Unterhaltungsprogramm aus? Man wird nämlich auch gerade von Musik empfangen, wenn man reinkommt. Genau, wir haben immer ein Programm nebenbei noch. Wir haben am Freitag angefangen mit den Velvet Tunes. Das ist eine Gruppe, die singt. Dann haben wir immer Schüler, die kommen können singen. Das ist jetzt der Musikverein und Musikschule. Also sie sind zusammen. Die sind auch schon von Anfang an immer dabei. Dann haben wir heute oben das grosse Ding sind Harley-Kläuse. Da kommen die Harley durchs Dorf mit den geschmückten Töpfen. Und die verteilen dann Säckchen an Kinder. Am Sonntag haben wir nochmal durch Niki Nagi hier, wo gerade die Männer verteilt. Und Märchenerzählerin haben wir noch in der Mühle. Wir haben also, Volksfestwoche. Ja, es ist wirklich viel. Ja. Es hat immer etwas. Das ist so. Jetzt ist es auch immer normal, dass die Leute eigentlich gerade jetzt an einem Samstag zuerst gehen, einkaufen. Das fühlt sich dann immer so über den ganzen Tag hinweg. Wie hast du aber so ein bisschen die Stimmung in der Bevölkerung erlebt? Ich meine, besser kann es ja wohl nicht sein, als in diesem Schneetreiben mit weissen Baumperlen und so. Es sieht wirklich, wirklich wunderschön aus. So, ja. Aber du hast recht, es geht genau so. Am Morgen sind sie meistens noch am Einkaufen. Wir machen wegen dem auch erst um 12 Uhr auf der Markt. Und langsam kommen mehr. So, der erste kommt jetzt eben mit dem Musikverein, der erste Schwupp von den Leuten. Genau. Und dann mit den Harleys kommen dann zu oben, ist voll. Das ist so, ja. Und jetzt ist es doch relativ frisch geworden. Etwas, das natürlich nicht fehlen darf. Und das genießen wir. Jetzt, komm, jetzt gehen wir gleich wie gar nicht. Ja. Gute Zeit! Schön, da haben wir Weihnachtsmarkt. Schnee haben wir auch noch. Und eine wundervolle Stimmung. Ja. Was sind ihr eigentlich? Glühwein-Lady, schau! Glühwein-Ladies, habe ich gerade wieder den richtigen Ort angetroffen.